Hallo, servus, grüß euch, wir sind's wieder von RPF Travel. Jetzt heute ich mit der Steffi. Mit dem Martin. Genau. Und wie versprochen, ich auf die Wende ist, hat die Steffi sich schon umgeschaut wegen einer Hochzeit, was natürlich gleich nächsten Tag meine Idee war. Jetzt hat sie eine Hochzeit gekriegt. Von Goodie Gear. Danke, lieber Franz, für die netten Erklärungen. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, was kann, was nicht kann. Wir waren dann in Laufen, haben das beim Franz auch geholt persönlich. Ist die Hochzeit. Und dadurch es natürlich noch nicht genug war, hat der Martin beschlossen, die Steffi kriegt auch eine Markise zu Weihnachten. Also, danke, Schatzi. Frohe Weihnachten, Schatz. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Natürlich war das so, es hat zwischendurch ein bisschen gekränkt. Warst du dabei? Es hat zwischendurch ein bisschen gekränkt und die Steffi ist in so einer guten Gier-Hochzeit eine gekraxelt. Und hat dann zum Verkäufer gesagt, okay, passt, ist in Ordnung, ist meins. Hat der Verkäufer aufgeschaut und gesagt, ja, ist in Ordnung, das kannst du kaufen, aber wir schicken es dazu. Und die Steffi hat dann gesagt, nein, das ist jetzt meins. Okay, passt. Mit dem Versand, das hat aber dann nicht gehabt, wir holen es jetzt quasi am Wochenende, holen wir es von Salzburg an. Wir haben dann wirklich, die Steffi hat das gleich eingenommen und hat gesagt, das ist ihrs und das haben wir dann gekauft. Also wir haben jetzt dann Dachzelt auch. Ein gute Gier, 1,65, super Leon. Na komm Steffi, jetzt holen wir sie unsere nächste Hochzeit. Und bei der Bodenplatte, was ich Ihnen erklären wollte, genau, weil das war eben früher so, dass Leiterraum im Fahrzeug sich verbinden mit der Karosserie und das Dachzelt muss das mitmachen. Und wir haben da viel getestet, auch die Honeycomb, also diese Honigwaben-Produkte, die sind sehr stabil, wenn du drauf rumspringst, aber die machen die Verschränkung meist nicht mit. Und dann gibt es innen Risse und der Boden ist dann leider beschädigt. Aber die Punkte, wenn Sie sich anschauen, gutes Material, Canvas mit viel Baumwolle, unbedingt tauchimprägniert, gute Nähte, am besten Armangarn, das ist eigentlich bei uns das bekannteste, gescheite Matratze mit 8 bis 9 cm und der Rest aus Alu. Dann haben sie ein gutes Zelt. Und das sind so die Punkte, wenn sie vergleichen, dann treffen sie eine gute Wahl. Wie ist das Vorzelt? Hat das einen Boden mit drin? Das hat bei uns immer alles am Boden mit drinnen, den können sie aber per Reißverschluss rausnehmen. Weil zum einen brauchen sie nicht immer, wenn sie jetzt irgendwo schön stehen oder wenn sie auf dem Rasen oder am Sand stehen. Und wenn sie ihn brauchen, sind sie froh, wenn sie ihn runter machen können, weil dann ist weiß nicht schmutzig und dann wollen sie ihn irgendwo separat waschen oder separat verpacken, damit sie den Dreck nicht mit ins Auto packen. Wir sind heute unterwegs. Wo fahren wir hin, Martin? Auf der Autobahn. Ja, auf der Autobahn in die Richtung? Richtung Salzburg. Wir fahren heute Richtung Salzburg und holen sich das ab, was sich die Steffi auf den Van-Days gewünscht hat. Was meine Idee war? Was natürlich Martins Idee war, ganz klar. Und das holen wir sich heute ab. Seid gespannt. Wir sind gleich da. Freust du dich schon, Martin? Ja. Der findet das wieder super lustig. Ja, mit so einer netten Unterhaltung 3 Stunden lang im Auto. Schau, das hat nicht jeder. Nein, nicht jeder hat eine Steffi. Jeder braucht eine Steffi. Nein, jeder braucht einen Martin. Ja, genau. So ist es. Das ist nämlich ein Sonderzubehör. Gut, wir sind gleich da und wir holen gleich unser Dachzelt ab. Beim lieben Franz. Der wartet schon auf uns. Unser Dachzelt wird aufgeladen. Wir haben jetzt auch noch durchs Reden am Markisen uns angeschaut. Schauen wir mal. Das ist eben was bei deinem auf der anderen Seite gestanden ist. Ja. Genau. Haben wir auch gerade umgebaut. Die haben einen Nobel neu umgebaut. Markise. Der Martin hat viel eingekauft heute. Ja. Er hat gekauft eine Dachzelt. Ja. Und zusätzlich? Ja, zusätzlich ist da der Ecken am Markisen umgehängt. Und dadurch, dass Steffi im Sommer immer heiß ist, braucht der Steffi einen Markisen. Und ich habe jetzt einen Markisen auch noch gekauft. Frohe Weihnachten, Steffi. Danke, Schatzi. Martin und Steffi bauen das erste Mal ihr Dachzelt auf. Jo, das wird spannend. Wie wissen Sie denn, wie es aufgebaut hat? Ich sage zur Verteidigung für euch, ihr habt es ja schon mal aufgebaut gesehen. Ja, vielleicht. Aber leichter ist
nicht. Was ist das? Da waren wir wieder bei die 20 Zentimeter. Hast du es drauf? Hast du es drauf? Du brauchst meine 20 Zentimeter. Und das ist Mamas 20 Zentimeter. Oh, sieht das toll aus. Wie ein Marienkäfer, der sich gerade auf eine Kühlverwandlung aus. Sieht das cool aus. Oh, cool. Wir wissen, wo es sowas gibt. Ich will da rein, ich will da rein. Ey. Nachdem wir sie auf der Abenteuer ca. 100 Hochzeiten angeschaut haben, war das ist gescheit aus der. Du hast keine Zeit, dass du gemeckert. Wegen uns hat er 100 Dachzelte aufgemessen. Wieso, wir haben ein... Das war das dritte. Ja, aber die anderen haben sich noch von außen angeschaut und gesagt, das ist viel besser. Aber am LKW dann machst du Übung. Du musst es verhindern machen. But maybe your mind is changing with me. Lately, I felt your heartbeat, it echoes in me, and I just can't sleep. Breathing like if you're running restlessly. Das heißt, es war die Messe auch für uns sehr produktiv. Ja. Wieder eine neue Arbeit gekauft für Martin. Ja. Ich habe ein Buch gekriegt. Gibt ein eigenes Video. Weil das das geilste Buch überhaupt gekauft. Weil genau. Das war vom Ausbau Gott überhaupt. Kommt ein eigenes Video. Kommt ein eigenes Video. Und wir haben eigentlich beschlossen, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr wieder auf die Abenteuerallrad fahren, oder? Ja, wir werden nächstes Jahr sicher auf die Allrad-Abenteuer fahren. Also sicher sogar. Sicher sogar, weil natürlich, ja, es war, muss sein, war recht spektakulär. Man muss sagen, wirklich, wir haben gesehen, von einem Golfwagerl mit Dachzelt bis zu einem Kart 1 8x8. Ohne Dachzelt. Ohne Dachzelt. Wieso auch immer. Ja. Hätte genug Platz. Nein, aber von dem her haben wir eigentlich alles gesehen. Wir haben sich auch mit vielen Leuten unterhalten und wir wissen ja auf solche Events, dass viel verrückter von Haufen sind wie wir und da kommt man gleich mal ins Gespräch. Und das genau, ist war sehr lustig. War sehr lustig. Der Martin ist einmal fix auf der Adventure Southside. Ja, der Philipp auch. 85% bin ich auch nicht. Jetzt muss er fahren, weil er es nicht rausschneidet. Ich glaube, wir müssen ein Bier nachbestellen. Mit einer Kiste, was überblieben ist, kommt ja, es nicht so weit. Aber ja, wenn ihr der Philipp dort zu zweit aufschlagen, ein, zwei Tage, werden wir für euch sicher wieder Bier mit haben. Holt sich auf jeden Fall eins. Genau. Schaut so aus. Es gehört, soll familiärer sein ein bisschen. Ja, es soll so familiärer sein. Es ist jetzt nicht so Festival-Atmosphäre, wie es bei Kissing war. Das hat mich fast am Anfang ein bisschen geschreckt, weil ich da hingekommen bin und dann mir gedacht, hey, das ist echt ein bisschen eine gemütliche Partie. War es aber dann im ersten Moment fast nicht, weil wir da wirklich eher zusammenpickt sind alle und Campground übergegangen ist und einen vierten dann noch einmal eröffnet haben. Und das hat mich am Anfang ein bisschen geschreckt. Wir haben es aber dann so eingeteilt und das, was wir nächste Woche werden, wir werden vormittags Campground sein und dann nachmittags auf die Messe. Das ist ein grober Plan. Ist für alle, glaube ich, produktiver. Recht gemütlich dann. Man kann auch mit den Leuten vernünftiger reden, weil wenn auf einem Stand 1000 Leute hin und her rennen, da brauchst du keinen Verkäufer mehr was fangen. Ah, das sind dann alle ein bisschen unter Strom, klarerweise. Das wird nichts. Ja, gut, in diesem Sinne, habt ihr ein paar Informationen gekriegt, habt ihr ein bisschen was Interessantes gesehen. Bleibt dran, abonniert uns, like, wie immer, wenn es euch gefallen hat. Es wird uns gefreien. Genau, liken und abonnieren, das tut nämlich keinen weh, deswegen macht es. Genau, und uns gefreut es. So in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, pfiat euch. Ciao, grüß euch.